Hallo zusammen. Ich habe mich mal durch einige YouTube-Videos geklickt und da ist mir aufgefallen, dass die YouTuber immer so unfassbar schnell reden, so als ob die gar keine Zeit haben. Jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere das auch mal aus. Boah, nee. Ich bin zu alt dafür, ich lasse das. Wir machen das jetzt im normalen Tempo weiter. Die Kliniken im Landkreis Vechta wollen sich mit einer gemeinsamen Krankenpflegeschule zukunftssicher aufstellen. Für die Finanzierung ist das Land Niedersachsen verantwortlich. Hintergrund ist unter anderem die Reform der Pflegeberufe. Ab 2020 beginnen nämlich alle Pflegeausbildungen mit einer zweijährigen allgemeinen Ausbildung. Steinfelder finden lange verschollenes Altarbild wieder. Darüber freut sich das Pfarrerehepaar sehr. Das Werk des Künstlers Hermann Oetgen hing früher in der Notkirche der evangelischen Gemeinde an der Ostlandstraße. Das Gotteshaus wurde 1982 auf das Gelände des Blockhauses Ahlhorn versetzt. Es kommt also nichts weg in Ahlhorn. Mehr zum Hintergrund dieser Geschichte findet ihr in der Freitagsausgabe der UV. Habt ihr denn schon auf unser neues Jobportal www.om-stellen.de vorbeigeschaut? Dort findet ihr über 12.800 Stellenangebote und jede Menge Ausbildungsmöglichkeiten. Wenn ihr gerade sowieso im Internet unterwegs seid, könnt ihr doch mal direkt rüberklicken. Besucht uns gerne am Samstag auf der Abi-Zukunft-Messe im Lohner Gymnasium. Mit Karrierestart TV sind wir dort vertreten von 9 bis 14 Uhr. Neben uns sind noch viele weitere Aussteller dabei. Falls ihr nicht so Lust habt, viel zu sehen und viel herumzulaufen, kein Problem, wir sind direkt am Eingang. Also, ein kurzer Weg reicht. Bei uns gibt es auch etwas zu gewinnen. Und zwar... Trommelwirbel. Nein, ich sag's nicht. Ihr sollt ja vorbeikommen. Ich will nicht zu viel verraten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Feiert schön Karneval, vielleicht am Samstag in Lutten oder am Sonntag in Goldenstedt. Und wir sehen uns dann vielleicht am Samstag oder nächste Woche wieder hier.